Vor 12 Jahren habe ich mein Studium beendet. Seitdem ist viel passiert an deutschen Hochschulen. Ich bin im Chemischen Institut der Uni Göttingen. Vor 4 Jahren wurden auch hier die sogenannten Bologna-Reformen umgesetzt. Es gibt Bachelor- und Masterabschlüsse, Credits und Module. Ich will wissen, was das konkret für die Studenten bedeutet und treffe Franziska Gründel. Die 21-Jährige studiert seit 3 Jahren und will schon bald ihren Abschluss machen, den Bachelor. Bis dahin muss sie aber noch ganz schön Teilnahmepunkte sammeln, sogenannte Credits. Also letztens wollte der Professor in der Geo, der wollte von uns wissen, warum wir in seiner Vorlesung sind, ja? Und war so ganz motiviert und keiner hat sich gemeldet. Und wenn er mich drangenommen hat, dann hätte ich ihm gesagt, wissen Sie, warum ich hier bin? Weil ich 3 Credits kriege und weil es in meinen Stundenplan passt. Das sind die einzigen Gründe. So ähnlich habe ich das auch mit BWL gemacht. Da war eine 2-stündige Veranstaltung mit, ich glaube, 6 Credits hat es da gegeben für 2 Stunden die Woche. Ich bin überrascht von so viel Pragmatismus. Mir waren damals die Inhalte der Seminare wichtiger. Ich begleite Franziska zu einer Übung, die 2. an diesem Tag. Der Stundenplan ist eng getaktet. Nur wenn sie mindestens 40 Stunden in der Woche arbeitet, hat sie eine Chance, den Bachelor in der vorgegebenen Zeit von 3 Jahren zu schaffen. Ein studentischer Mitarbeiter leitet die Übung. Das Inversionszentrum, da kann nämlich diese OH-Gruppe auf diese überführt werden, diese Methylgruppe auf diese, das sehr. Franziska ist ganz entspannt. Das wird hier nicht bewertet. Nur die Klausur, die wir am Ende schreiben, die wird bewertet. Die Übung selber nicht. Zum Glück. Zu früh gefreut. Franziska muss an die Tafel. Ausgerechnet unter dem strengen Blick von Professor Tietze. Dass der heute hier sitzt, liegt wohl auch an mir und meiner Kamera. Ja, aber jetzt im Vergleich. Da sind ja dann eben auch die anders gestellt. Und hier eben auch sozusagen. Nein, wir haben eine Energiebetrachtung. Alles, was unter 100 Kilojoule pro Mol beträgt, als Rotationsbarriere und was oberhalb von 100 Kilojoule beträgt. Nein, würde ich jetzt nicht sagen. Richtig. Warum nicht? Einmal gibt's ja Grund. Franziska findet das Studium zu verschult. Übungen im Labor sind eine willkommene Abwechslung. Während sie die Versuchsanordnung zusammenbaut, erzählt sie mir von den Protesten, die die Studenten im Frühjahr gegen die Hochschulreform der Universität organisiert haben. Ich möchte wissen, was sie am meisten stört. Man bekommt sehr oft vermittelt, dass der Bachelor im Prinzip keine große Marktfähigkeit hat und auch nicht sehr gewollt ist, sondern dass im Prinzip nur Master gefragt werden in der Industrie. Allerdings ist es so, dass nicht jeder Bachelor einen Masterplatz kriegt, was natürlich die Konkurrenz untereinander verschärft und das Studium schwieriger macht. Nach 4 Stunden Uni hat Franziska Mittagspause. Sie geht paddeln, ihre große Leidenschaft und Ausgleich zum Lernen. Kein billiges Hobby, aber ihre Eltern unterstützen sie, zahlen auch die rund 700 Euro Studiengebühren, die jedes Semester anfallen. Viele von Franziskas Kommilitonen dagegen müssen in der Freizeit noch arbeiten gehen, um den Studienplatz zu finanzieren. Da kann man natürlich noch einen Kredit aufnehmen für die Studiengebühren, was auch geht. Und dann kommt man schon übers Studium, wenn man das so möchte. Allerdings ist es so, dass man dann schon relativ hoch verschuldet auch ins Berufsleben startet. Das ist, denke ich mal, schon ein Problem für viele, die eben keine Eltern haben, die ihnen das finanzieren können. Auf dem Rückweg zur Universität frage ich mich, ob ich mir heute ein Studium finanzieren könnte. Auch ich musste damals jobben, allerdings war mein Stundenplan flexibler und ich hatte mehr Zeit. Die Göttinger Uni hat Einrichtungen im ganzen Stadtgebiet. 24.000 Studierende gibt es hier, gut 10% von ihnen sind ausländischer Herkunft. Ich frage mich, wie Sie das Studium in Deutschland erleben. Okay, dann gucken wir uns jetzt zusammen Fürsorge gegen Fettsucht an. Pluralnamen auch gleich. In einem Deutschkurs treffe ich Edinson Rivera, ein Student der Agrarwissenschaft aus Chile. Seinen Bachelor hat er dort gemacht. In Göttingen will er nun den Master machen. Eine akademische Laufbahn ganz im Sinne der Bologna-Reformen. Mein Motiv hier zu studieren ist am Anfang das
das Qualität der deutschen Universität. Und für mich besonders die viel Kontakte mit anderen Kulturen, die hier gibt. Also hier habe ich Freunde von verschiedenen Ländern, von ganz Lateinamerika, von Afrika, Europa und Asien auch. Guten Tag. Der Sprachkurs ist eine wichtige Voraussetzung für das Studium in Deutschland. Heute ist Generalprobe für die mündliche Prüfung. Ich gucke Filme. Ich bin ganz verrückt, kann ich sagen, nach Filmen mit Freunden, mit meiner Freundin. Und ich besuche gerne eine Party auch, wo ich Latino-Musik tanzen kann, mit Freunden und viel Spaß habe. Hallo. Mit Freundin Sandra geht es zum Essen in die Mensa. Edinson hat ein Stipendium bekommen, sonst könnte er sich das Studium in Göttingen nicht leisten. Von den Studentenprotesten gegen die Bologna-Reformen hat natürlich auch Edinson gehört. Aber ich habe den Eindruck, seine Freunde und er sehen kaum Grund zu protestieren. Also eine Studium hier in Deutschland ist, ja, das bedeutet ganz viel und viele, wenn ich mit solchen Zertifikat von meinem Master, die ich in Deutschland studiert habe, das bedeutet fast eine sichere Arbeit in Chile, in einem wichtigen Unternehmen in dem Bereich, wo ich studiert habe. Also sie gucken, ja, es gibt diese Mentalität, wenn du schon in USA, Deutschland, Europa oder Asien studiert hast, das bedeutet, er hat Fähigkeit, er kennt schon ein bisschen der Welt. Ich begleite Edinson in die Bibliothek. Dort verbringt er einen Großteil seiner Arbeitszeit. Als Masterstudent kann er sein Studium so frei organisieren wie ich damals. Viel freier als die Bachelorstudenten. Während seiner zweijährigen Masterzeit wird Edinson intensiv von den Dozenten betreut. Auch das ein großer Unterschied zum Bachelor. Dann kann man unterschiedliche Effekte nachweisen über die Zeit hinweg, ne? Ja, genau. Das hat mir auch gesagt. Ist das Bachelorstudium denn überhaupt noch eine wissenschaftliche Ausbildung? Das frage ich Edinsons Professor Achim Spiller. Wir versuchen, die Studenten am Ende des Bachelorstudiums langsam mit der Bachelorarbeit, das ist eine 3-Monats-Arbeit bei uns, langsam an die Forschung ranzuführen. Aber das sind natürlich relativ große Gruppen. Und ja, das hat seine Grenzen, das geht nur bedingt. In der Masterarbeit schaffen wir es aber, glaube ich, wirklich die Studenten in die aktuelle Forschung einzubinden, neue Themen zu finden, gemeinsam auch dann mit denen arbeiten, auch im Ausland zu machen, Befragungen, Erhebungen, Experimente durchzuführen. Das ist dann richtig spannend. Studenten wie Edinson Rivera zählen zu den Gewinnern der Hochschulreformen. Bei Franziska Gründel habe ich da Zweifel. Ich besuche die 21-Jährige am Abend zu Hause, wo sie noch lernt. Möchte wissen, wie sie ihr Studium bewertet. Es gibt sicherlich viele Aspekte, die Spaß machen. Und ich bin auch stolz darauf, dass ich das so geschafft habe bis jetzt. Allerdings muss man aber auch sagen, es ist jetzt nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern eben auch harte Arbeit. Und man ist oft auch an dem Punkt, wo man einfach nur durch will, ohne groß rechts und links zu gucken. Manchen Studenten haben die Reformen neue Chancen eröffnet. Für viele ist das Studium schwieriger geworden. Was sicher nicht stimmt, ist das Klischee vom faulen Studenten. Studieren mit Bologna, das ist ein ziemlich harter Job.